Guten Morgen. Ja, ich bin Gefahrensucher. Mach jetzt hier ein bisschen Werbung, aber sei es drum. Für Astra. Ja, kann passieren. Prost. Ja, damit kenne ich mich auch ganz gut aus. Mit Hanf kenne ich mich gar nicht so gut aus, aber ein Politiker muss sich mit allem auskennen. Und deswegen habe ich gesagt, wenn ich hierher komme, muss ich was über Hanf erzählen. Und habe gedacht, wir haben ja Personal, wir sind eine große Partei, wir haben einen Riesenapparat, Geld, wir sind reich. Und deswegen haben wir unseren 93-jährigen Werkstudenten mal rangesetzt. Und er hat mal ein paar Recherchen zutage gebracht. Und das ist ganz, ganz interessant. Also ich muss sagen, Hanf, ich wusste gar nicht. Also ich dachte immer nur, das ist nur zum Rauchen gedacht. Nein, man kann ganz, ganz tolle Sachen machen. Also Hanfseile, Hanftücher. Also ich habe auch entdeckt, also zum Beispiel gäbe es keine Hanftücher. Die ganzen Amish People würden nackt rumlaufen. Ne? Also das ist auch fürs Auge ein großer Beitrag, dass es Hanf gibt, weil es ist kleidsam. Auch viele Kartoffeln müsste man so herumtragen. Hanf ist eine sehr, sehr wertvolle Sache. Und natürlich auch das Tau. Hanfseile, eine sehr, sehr alte Sache, vor allem hier in Hamburg. Es gibt die Seilerstraße, hat der 93-jährige Werkstudent, kann sich noch erinnern, wie sie gegründet wurde damals. Die Reeperbahn Reep ist auch etwas, das hat mit dem Seil zu tun. Das Seil, viele denken, also gerade suizidal veranlagte Menschen denken, so ein Seil ist eigentlich ein gutes Tool, bestimmte Vorhaben endgültig zu verwirklichen. Nein, ein Seil kann mehr. Also gerade hier in Hamburg, bei dem Hafen, so ein Seil bindet die Schiffe fest. Und ich dachte mir, was haben eigentlich Schifffahrer gemacht, bevor es die Seile gab? Die Schiffe müssen ja dann so ein bisschen schwankend immer so im Hafen hin und her, können nicht so richtig halten. Ein Auto hat eine Handbremse, ne? Ein Schiff. Also ich war mal in einem, da habe ich geguckt, wie hält man denn da an? Gibt es da dieses Ratsch? Nee, gibt es nicht. Ein Schiff muss festgebunden werden. Und wenn es das Seil nicht gäbe, was hätte denn damals Kolumbus gemacht, als er sich auf den Weg nach Indien machte und versehentlich Amerika entdeckte? Er hätte Amerika nie entdeckt, weil als er dann angekommen war, er hätte sein Schiff nie festbinden können. Der würde heute noch irgendwie so herumschippern und der Golfstrom hätte ihn, was weiß ich, irgendwo hingeschoben. Vielleicht wäre er mittlerweile bei den Eisbären oder auf der anderen Seite bei den Pinguinen gelandet. Und unsere Weltkarte würde immer noch auf Europa und alles das, was so rechts im Globus rumliegt, sich beschränken. Und wir wüssten gar nicht, dass es die USA gäbe. Angesichts des aktuellen Präsidenten nicht das schlechteste Gedankenspiel, aber wir wüssten es halt nicht. Deswegen sind Seile, also gerade für den Hamburger Hafen, weil wenn die Schiffe nicht anhalten können, kann man sie auch nicht entladen. Und das ist so, ein Politiker muss immer auch Arbeitsplätze und Wirtschaft im Auge haben. Und jetzt kommt es. Ohne diese Seile können Schiffe nicht halten, können Schiffe nicht entladen werden und damit kann kein Welthandel umgesetzt werden. Das heißt, das Seil, das Hanfseil ist der Schlüssel zum globalisierten Handel. Und wenn wir an die Macht kommen, und das kann nicht mehr lange dauern, werden wir ein eigenes Hanfministerium einrichten. Das kümmert sich. Genau. Das kümmert sich um Seile, um Tücher und ein bisschen Populismus sein, natürlich auch um das ganze Kiffzeug, ne? Damit das alles so, alles was die vorher gesagt haben, das muss legalisiert werden und so weiter, das machen wir auch alles mit. Also, wir haben ja vorher zwei Konkurrenten gehört, die Grünen und die Linken, das habt ihr mit uns automatisch dabei, weil das machen wir ohnehin, aber zusätzlich machen wir das noch auf wirtschaftlich stabilen Boden, weil wir gleichzeitig den Handel durch Hanf ermöglichen. Genau. Und damit alles seine Ordnung hat, Bierverbot und Werbeverbot werden wir nicht machen, denn das ist gut voneinander abgegrenzt. Das Einzige, was mir so ein bisschen missfallen hat, ich habe mal Hanfbier probiert. Da wird anstatt des Hopfens Hanf zugesetzt. Da habe ich gesagt, ja Brüder, jedem das seine. Lasst das Hanf den Kiffen und das Hopfen im Bier. Denn der Biertrinker raucht ja auch kein Hopfen. Also das, ne, schmeckt auch gar nicht. Also das führt zu nichts. Versucht es nicht. Ja oder doch, Jugend forscht. Kann man auch machen. Aber so hat alles seine Ordnung und für diese Ordnung sorgt das Hanfministerium. Und dafür
gebe ich Ihnen mein Ehrenwort. Ich aber wiederhole, mein Ehrenwort. Und das wird nicht in einer Badewanne enden, sondern bestenfalls in einem Schiff, das angebunden mit einem Hanfseil hier am Hafen hält.